Zur gleichen Zeit erreicht Paul Richter und Mark Westerhofen ein anonymer Notruf aus einem Wohngebiet in Köln-Porz. Offenbar ist hier ein halbnackter Schlafwandler unterwegs, der tatsächlich keine Notiz von den Beamten nimmt. Hey, hey, hallo. Stopp. Stopp. Wo steht man? Hallo, 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 hallo. Hallo, einmal wach werden hier, hallo. Hallo? Hat aber einer getrunken, ist oder? Nicht da. Riechst du was? Haben Sie Alkohol getrunken? Hallo, die Polizei ist da. Lass mal hier stehen bleiben. Bleib mal stehen. Macht er schon. Guck mal hier, einmal Papa angucken hier, hallo. Hallo. Ja. Hey, bist du da oder was? Hey. Hallo. Ah, 1539. Einmal ein Rettungswagen vor Ort. Wir haben tatsächlich Personen angetroffen, augenscheinlich neben sich. Ist aber Unfall. Wo kommt der denn her? Ist aber unverletzt scheinbar. Aber der ist am Pennen oder was? Hallo. Hey. Aus der Garage, was irgendwie, was inhaliert oder keine so? Ahnung. Hier steht eine Haustür auf. Fenster oder Tür irgendwo auf? Da. Wo, hier vorne oder auf der Ecke? Direkt das gelbe Haus hier. Naja, jetzt haben wir eine hilflose Person. Die ist erstmal übergeben worden an den RTW, an die RTW-Besatzung. Wir wissen nicht, wo die wohnt, die Person. Die wird jetzt erstmal arztlich versorgt und gegebenenfalls hier rumfragen. Ein paar Leute, die haben ein paar Fotos gemacht. Ja, und wenn wir das auch nicht hinkriegen, dann müssen wir die Person am ID behandeln. Und dann mal gucken, ob wir rausfinden, wo die wirklich jetzt ja, wohnhaft ist. Aber hier fangen wir erstmal an. So, und wieso ist hier die Tür auf? Tja, ich habe aber hinten mal geguckt über den Garten. War es kein Zugang? Mal? Nö, geklingelt habe ich nicht. Wie sieht das hier aus? Okay, wieso ist der Bayer auf? Hallo, Polizei! War hier die Tür auf? War das hier? Ja, ne? Das war die einzige. Und wem sind die Klamotten hier? Warte mal gerade. Also, der hatte nicht so viel angehabt, aber. Besenfänger? Könnte aber eher. Aber Socken hat er angehabt, ne? Ja, und die Hose ist, glaube ich, ein bisschen zu schlafen. Ich sehe Füße. Geh mal gucken, bitte. Ach, hallo, die Polizei! Das ist eine bewusstlose Dame hier, die hat eine. Die ist, glaube ich, niedergeschlagen worden oder irgendwie sowas. Hallo, ah, 1539, einmal RTW. Ganz ruhig, ganz ruhig. Polizei ist da, ne? Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Liegen bleiben, einfach erstmal liegen bleiben. Ganz ruhig, Polizei ist da, ne? Scheiße, guck mal hier am Tisch. Guck mal da am Tisch. Wer ist es? Was ist denn hier passiert? Aber gut, jetzt kann wieder sein, dass die. Okay. Schön atmen. Hallo, die Polizei ist hier. Ja, nach Auffinden der zweiten Person im Haus, wie wir nun wissen, oder davon, wir gehen zumindest davon aus, dass beide die Eheleute knapp sind, ist die Frage zu stellen, ob die sich hier gegenseitig zugedröhnt haben, beziehungsweise ob die irgendwas konsumiert haben. Dann kam es zu diesen Zwischenfällen, vielleicht zum Unfall, oder ob hier eine wechselseitige oder einseitige Körperverletzung vorangegangen ist und sich im Nachgang dann irgendwie berauscht wurde. Klar ist nicht, warum beide in diesem Zustand sind. Die können auch nichts dazu sagen. Deswegen müssen wir warten, was die Ärzte sagen. Hallo! Guten Tag! Ah, oh. Die Polizei. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Ich bin mit meinem Bruder verabredet. Hast du das Bild von ihm? Und ja, Steffen, mein Bruder. Wie sieht denn der aus? Ja, mit ein bisschen längeren, dunklen Haaren. Die Dame kennen Sie auch? Ja, natürlich, das ist meine Schwägerin. Haben Sie sofort erkannt, dass was wir Sie auch ja nicht kennen. Gehen Sie ruhig mal ein Stück runter zum Kollegen. Der Kollege zeigt Ihnen mal gerade ein Foto. Wir wissen es auch noch nicht. Jetzt machen wir mal langsam. Wir warten jetzt gerade erst mal, bis der RTW hier ist. Die Tasche muss verarztet werden. Der geht es ja nicht gut. Ja, ich sehe das ja schon, Michael. Ja, genau. Nee, Sie bleiben da jetzt erst mal weg von. Der okay. Geht es momentan nicht gut. Aber ich zeige Ihnen gerade, ich zeige dir gerade mal das Foto. Ja, ja. Passen Sie auf, der Kollege zeigt Ihnen gerade Foto. Moment, das wäre dann quasi der Herr hier. Ja. Ja, das ist der Steffen. Wie sieht der denn aus? Ja, das fragen wir uns auch. Also wir wurden angerufen durch einen Nachbarn, einen Aufmerksamen, dem ihr Bruder hier aufgefallen ist. Der torkelte tatsächlich relativ wenig bekleidet über die Straße. Was? Das ist eigentlich nicht seine Art. Leider. Gucken Sie mal, die Sachen, die da liegen, können die vielleicht von dem sein? Ist es genau seine Hose vielleicht oder seine ja, Kleidung? Ja, kann gut sein. Sowas trägt der, ja. Gut, ja, aber eigentlich läuft er nicht nackt durch die Gegend ohne Hose. Ja, also der war auch nicht ansprechbar. Wir kamen jetzt hier ran, die Tür stand offen. Wir wussten erstmal nicht, zu wem er gehört oder zu welchem Haus. Dann haben wir vor, ja, 3-4 Minuten ihre Schwester angetroffen.
Der Rettungswagen trifft jetzt gleich ein und würde sie behandeln. Die ist nicht wirklich ansprechbar. Beziehungsweise die reagiert, aber normal, die schläft. Tief und fest am Schlafen. Ja, aber atmen tut sie noch, oder? Ja, ja, das, ja, sonst, okay, hätten wir jetzt, ja, müssten wir jetzt hier rausgehen. Nein, und mein Bruder ist wo? Der ist im Rettungswagen, beziehungsweise auf dem Weg ins Krankenhaus schon. Okay. Ich komme gerade vom RTW. Dame ist jetzt im RTW, ist immer noch nicht bei Bewusstsein, deswegen wissen wir nicht, was Sache ist, was los ist. Okay. Okay. Aber die wird jetzt erstmal versorgt werden und dann gucken wir mal weiter. Ja, okay. Ja. Was ist das? Gab die irgendwie Stress hier in der Bude? Kann das sein, hier die zwei? Also ich bin ja nicht 24 Stunden hier. Also ich kriege eigentlich jetzt nicht so an Streitigkeiten mit. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also eigentlich, nehmen die Drogen oder saufen die? Oder, also das hört sich nicht, soll ich nicht läppisch anhören, aber es ist einfach, ne, weil ja, das wirkt ja irgendwie komisch hier. Ja, das wirkt alles komisch. Also, aber die Fragen können Sie beantworten, ne? So, nehmen die Drogen oder nicht? Was ist jetzt? Also eigentlich nicht. Mein Bruder hat mal früher Drogen genommen, aber ich traue dem das jetzt nicht mehr zu. Seitdem der jetzt seine Familie hat, macht er das nicht mehr. Okay. Wissen Sie, was er früher so konsumiert hat? Nur mal so, ist uninteressant wahrscheinlich, aber... Nee, da kenne ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mit aus. Nee, gut. Ich weiß nur, dass er jetzt clean eigentlich ist und das ist die Hauptsache. Mhm. Ja. Und wir mal. Was ist los? Hier salzt sich anscheinend jemand ab. Wie viele Leute sind denn noch hier im Haus, Mensch? Also meine Nichte ist eventuell da. So, mal locker hier, locker, locker. Hey! Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Flossen hoch. Was soll das? Was denn? Was denn? Nichts. Wo kommst du her? Von da oben. Von da oben? Ja. Und was machen wir da oben? Ging schneller. Sollen wir jetzt nochmal von vorne anfangen und ich sag nochmal, was ich hier mache und dann... Ich hab keine Ahnung, warum. Hast du einen Ausweis dabei? Ja. So, Ausweis her. So, komm, hier steht die Polizei. Ne? Einmal dummen Quatsch jetzt machen, fahren wir direkt mit. Wohnst du hier? Offensichtlich ja nicht. Der ist der gerade aus dem Zimmer von meiner Nichte umgekommen? So sieht das aus, ja. Wieso? Was? Moment. Ja, können Sie mal umschauen? Ich weiß nicht, ob sie zu Hause ist. Die Nichte oder was? Ja, wir bleiben mal hier. Wir bleiben mal hier. Hallo? Hallo? Hier? Die Polizei ist hier. Ich mach mal auf, ja? Was ist denn los? Ach du liebe Zeit, was ist denn hier passiert? Ja, der hat mich gefesselt und der wollte mich beklauen. Ihnen geht's aber gut, ja? Ja, geht's meinen Eltern gut? Sie kommen jetzt gerade erst mal raus hier, ne? Also sind Sie verletzt? Nein. Oder sind Sie vielleicht auch benebelt, so wie die anderen beiden Erwachsenen, die wir da unten gefunden was? Haben? Benebelt? Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Können Sie aufstehen, da haben wir zum Abdach. Oh, der Typ, der gerade hier aus dem Fenster gekrochen ist, da, ne? Der ist aus dem Fenster, aus dem Raum doch hier gekommen, oder? Ja. Wer ist das? Weiß ich nicht. Das war ein Einbrecher? Ja. Was wollt ihr denn hier? Der ist gekommen und der hat mich gefesselt und dann, ja, ich glaube, dann hat er sie gehört und dann ist er irgendwann gegangen. Wo ist er denn reingekommen? Auch durchs Fenster? Nee, durch die Tür. Und wie ist er denn durch die Tür gekommen? Hat er einen Schlüssel gehabt? Nee. Oder hat er geklingelt? Ich weiß nicht. Was wollen Sie eigentlich jetzt hier erzählen? Auf einmal war der da. Wissen Sie was, wir gehen jetzt gerade einfach mal runter. Und da werde ich mir die ganze Sache noch mal genauer angucken, halt, weil das, was Sie mir gerade erzählen, wenn sich einer so fesseln lässt und oh, Hilfe, Hilfe, also so richtig glaubwürdig ist das nicht, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie das hier... Geht's Ihnen gut? Ja. Einmal mit runterkommen. Zur gleichen Zeit in Ports. Wer ist das jetzt bitte? Das ist meine Nichte Linda. Okay. Was machst du hier? Ich war verabredet mit deinem Papa und mit deiner Mama. Und... Geht's dir wirklich gut? Du siehst so komisch aus. Nee, mir geht's gut. So, der ist doch hier nicht eingebrochen. Der hat sich doch hier oben abgesagt in Ihrem Beisein. Ja, woher kennen Sie den denn? Wer ist das denn? Ich weiß nicht, wer das ist. Sie wissen nicht, wer das ist. Ich erkläre dir ganz kurz, was Sie mir gesagt hat. Und dann möchten wir das mal aufgeklärt von euch jetzt mal haben, weil das ist alles, was er erzählt hat, Blödsinn. Er ist ein Einbrecher, er hat sie überfallen, er hat sie gefesselt mit so zwei Seidenschals hier an den Seiten. Hat sie da so gelegen und gesagt, oh, der Einbrecher, der ist jetzt runter. Ich glaube, der kein Wort. Was ist hier los? Deine Eltern sind im Krankenhaus, ne? Die haben sich beide, ich weiß nicht, was die Intus haben. Ich glaube, vergiftet. Vergiftet. Sagen wir es mal so. Denen geht's nicht so gut. Und wenn wir hier gleich nicht ein ordentliches Feedback vom Krankenhaus bekommen, dann kannst du deiner Tante vorliegen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 17. 17. Also du bist nicht volljährig, dann muss irgendeiner, bist du dann Volljährigkeit über dein weiteres Leben entscheiden. Das werden dann wahrscheinlich Sie sein. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Wer sind Sie jetzt? Welche Rolle spielen Sie? Sie kennen sich doch hier, oder? Ja.
Ja, was? Ja, ich... Also sind Sie eingebrochen oder nicht? Nein. So, was denn? Wir haben die Eltern mit Schlafmittel betäubt, also keine Angst, es ist nichts Wildes, um dann halt ein bisschen... Was? Ja, Wildes? Um nur ein bisschen... Anders aus. Wir wollten nur ein bisschen zusammen chillen, mehr nicht. Also, chillen? Ja. Mit Seidenschals im Bett? Linda, ist das die Wahrheit? Also, ja, schon. Also, wir wollten halt... Ja, die Eltern sind ja dagegen, dass wir zusammen sind. Und dann wollten wir halt ein bisschen Zeit für uns zusammen haben und... Seine Mutter ist auch total streng und dann wie wussten süß. Wir nicht, was wir machen müssen. Leute, was für Zeug habt ihr denn gegeben? Aber ganz flotti, was für ein Zeug ist das? Wo ist das Zeug? Moment, stopp, nicht anpacken, wo ist das? Der Kollege geht dahin, du bleibst hier. Das hier? Benzo, kannst du das im Krankenhaus mal kurz Bescheid sagen? Weil wenn wir jetzt nicht wissen, gegen was die da behandelt werden müssen, sage ich es nochmal, wie es ist. Das ist sehr kritisch für eure Eltern. Ne? Ihr könnt ihnen doch nicht da so ein Medikament geben und sagen, halt, mal gucken, was hier passiert, damit wir Spaß haben. Ja, Arnold, das ist halt Zimmer oder was? Warte kurz. Arnold, aber zur Kenntnis fürs Krankenhaus. Die Knaps wurden ja eingeliefert. Die haben Benzodiazepine bekommen. Ich weiß nicht, welche Menge. 5 Milligramm. Wir haben die Packung der Tabletten da. So, für euch jetzt hier. Komm mal rüber, Sportsfreund. Echt, ich bin jetzt gerade mal stinkesauer. Also wenn ihr meine Kinder wärt, ne, ich würde euch echt über's Knie legen und euch den Arsch versohlen. Weil mal ohne Quatsch, einer von den beiden, nämlich der väterlicherseits, der ist da rumgelaufen in den Shorts und sonst hat er nichts mehr angehabt. Die Mutter, die haben wir da gefunden, die ist mit dem Kopfscheiber noch angeschlagen, hat eine dicke Platzwunde hier. Und ich glaube, wenn die am Rücken liegen geblieben wäre und erbrochen hätte, wäre die erstickt. Nur weil... Ja, das wolltet ihr nicht. Sag mal, habt ihr irgendwie der Schule nicht aufgepasst? Aber es war von seiner Mutter die Schlaftabletten. Ach, das war jetzt die Mutterschuld oder wie jetzt? Ihr habt das doch gegeben. Wer hätte denn wissen können, dass das so daneben geht? Ich hab's nur mitgebracht. Ja, gut, aber verabreicht habt das trotzdem. Deswegen halt das Medikament, wenn es bei der Mutter ist, dann hat das schon seine Gründe. Vielleicht braucht ihr ja das, er hat's verschrieben bekommen. Aber die beiden brauchten das mit Sicherheit nicht. Also... Schlussendlich ist das ganze Ding zwischen den Frischverliebten da nach hinten losgegangen. Der Gedanke, Benzos in den Tee der Eltern zu packen, ist schon mal hirnrissig. Das muss man einfach so sagen. Du weißt nicht, wie die Leute auf die Medikamente reagieren. Du weißt nicht, ob die allergisch werden. Du weißt nicht, ob die daran letzten Endes versterben können. Was wenn eine Atmung aussetzt? Und die beiden sind da oben und machen sich im Bett gemütlich. Also das ist unverantwortlich. Wenn ich jemandem sowas verabreiche, sollte ich wissen, wie der darauf reagiert. Mit Betäubungsmitteln keinen Quatsch machen. Das ist das Erste, was man sagen muss. Und das Zweite ist dann noch zu versuchen, die ganze Geschichte dann so rumzudrehen, weil die Kacke am Dampfen ist, als wäre es hier ein Einbruch gewesen. Und der salzt sich dann mit einem selbstgeflochtenen Seil aus dem Fenster ab. Aber ich weiß es nicht. Mehr als unglaubwürdig geht nicht. Deswegen, wir warten jetzt auf die Ergebnisse aus dem Krankenhaus. Das junge Paar muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die 17-Jährige bekommt zudem Anzeigen wegen Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung.